Na, ich kann Schlösser Keine der Hexen knacken. hier in der Aber ich hab doch Gar gerade in nicht ihre ihr Leiche Schlüssel haben. hineingeschaut. Die Du musst ihn hatten. ihr abnehmen. Niemand Ich davon hat einen geschlossen. Schlüssel. Verflucht. Wie oft willst du es noch Keine der Hexen. sagen? Du kommst mir langsam vor wie Batman, als ich in Arkham City in der Kirche war. Da hat er auch 50.000 Mal gesagt, dass er den Turm hinauf muss. Oh. Ja, Batman kann auch Schlösser knacken. Kann er das nicht machen? Catwoman kann auch Schlösser knacken. Kann sie es nicht machen? Denn ihr müsst den Schlüssel haben. Ihr müsst ihn ihr abnehmen. Ich halte hier Wache. Außer natürlich, ihr könnt Schlösser knacken. Was? Was war das? Ich war das. Damit wäre das erledigt. Nee, noch nicht. Da hinten stehen ja noch welche. Verdammte Magier. Eisenschwert. Wer benutzt denn heutzutage noch Eisenschwerter? Vor allem, das sind ja alles Hexen. Jo, jo, jo. Eisenpanzer. Ah. Standest du nicht noch gerade noch dahin? Jol teleportiert sich auch schon wieder rum. Oder ich habe mir mal wieder Sachen Was war eingebildet. das? Okay, es waren noch drei. Jarvis? Was hat ich mich jetzt erschrocken? Es Jetzt waren doch bezahlen drei. wir. Hexe. Damit wäre das erledigt. Nein, das ist nicht. Ernsthaft, Biol. Was ist das Ding da? Das kann ich nicht mehr mal auf den Tisch bringen. Ach. Ich wusste, das waren doch drei Stück. Dann haben die beiden mich da hinten irritiert. Aber als ich vorhin angemacht habe, Aura flüstern, habe ich Also, das nicht Mutter ist gesehen. gleich vor dieser Tür. Ich habe einen Plan. Und wie lautet dieser Plan, außer mir nochmal tausende Hexenfackel zu verpassen? Ich werde euch als Opfergabe präsentieren. Was? Spielt einfach mit. Wenn Mutter mit dem Ritual beginnt, schlage ich zu. Gemeinsam können wir sie dann töten. Sie töten. Und mich als Ritual. Opfergabe. Ob ich das mag, weiß ich nicht. Ich habe nachgedacht. Es gibt keine andere Möglichkeit. Die Verderbtheit der Hexen, die in ihr wohnt, lässt sich nicht mehr umkehren. Durch ihren Tod wird sie wenigstens wieder frei sein. Genug. Lasst uns gehen. Alles klar. Opfergabe. Hätte ich gerne so ein Opfer. Okay, Drachenfluch. Lass es nicht die Waffe wegstecken. Als ich noch jung war, habe ich meinen Vater auf Jagdausflügen nach Ja. Morrowind begleitet. Die Das wäre in Kettenleute einem waren anderen ein Spiel Waffen ausgezeichneter wegstecken gewesen, dass du Zugpferd. gerade privat spielst. Sondern zwei. Nein, so verdammte Corvo. Oder doch, Garrett? Ich spiele auf Seid englischer gegrüßt, Synchro. Mutter. Tochter, wen habt ihr mir hier gebracht? Ich habe eine willige Versuchsperson für euch gefunden. Die Bezahlung wurde natürlich schon vereinbart. Hervorragend. Bitte nehmt auf dem Stuhl hinter mir Platz, ja? Okay, da ist kein Stuhl hinter dir, der Stuhl ist da vorne. Ich werde den Probanden jetzt vorbereiten. Ich kann nicht zulassen, dass ihr das tut, Mutter. Ihr müsst jetzt sterben. Was war das?
Ey, Mädel, du hast echt keine Ahnung, wie diese Schleichangriffe funktionieren, ne? Anstatt... Bemitleidet mich nicht. Ich... Wenn ich doch nur gewusst hätte, dass es so kommen würde. Mutter... Behaltet Mutters Stab. Betrachtet ihn als eine Art Bezahlung. Ich will alles zurücklassen, was mich an diesen verfluchten Ort erinnert. Lebt wohl. Und danke. Ja, es ist vollbracht. Ihr braucht etwas? Lebt wohl. Nicht einfach so Dialoge beenden, bevor ich hier... Böse. Stab des Hexenzorns verursacht auf den Boden gesprüht eine Feuerwand, die 50 Punkte Feuerschaden pro Sekunde verursacht. Ach, deswegen hat es da vorne gebrannt. Boxier. Hatte ich auch schon. War das nicht dieses Theaterstück, das ich im Tribunal Eddung aufgeführt habe? Ja, das war das Theaterstück. Nee, 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 nee. Wolltest du nicht diesen Ort hinter dir lassen? Wieso setzt du dich jetzt auf den Stuhl und blickst auf die Leiche deiner Mutter herab? Ach je, ach je, ach je. Sie weiß auch nicht, was sie will. Aber schicken wir es, was sie will. Und zwar... Saretiohof. Habe ich echt keine Quest markiert? Für diese Session? Ich habe 30 gesammelt. So, das... Muss ich einen fallen lassen, wieder aufheben, damit es sich aktualisiert? Merkwürdig. Die Leute wissen auch nicht, was sie wollen. Ein Befester! Böse! Ach ja, das war ja der Ort. Die sind eigentlich deine Schwester hier noch irgendwo herum. Ich weiß noch, wie ein Taschendieb einmal versuchte, mich auf der Straße zu beraten. Hast du da hinten gerade einen Blitz? Als ich düster Klinge zog, ja, das hat der Arme Blitze. Sich in die Rüstung gemacht. Oder ist das eine Lasershow, das da hinten gemacht wird? Es ist so schön, euch wiederzusehen. Ich habe Sinderions Überreste gefunden, der Typ, der mich hier in Oblivion mit seinen hunderten Nirnwurzen genervt hat. Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde. Wenigstens starb der arme Sinderion bei seiner geliebten Feldforschung. Ich habe den alten Dummkopf davor gewarnt, die Dinge zu überstürzen. Aber er wollte ja nicht hören. Vielleicht mache ich eines Tages dort weiter, wo er aufgehört hat. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Nach allem, was er für mich getan hat. Du willst mich dann aber nicht im nächsten Elder Scrolls Teil damit ärgern, Purpurne Nürnworte zu sammeln, wenn ich dir jetzt welche gebe? Ihr habt etliche davon gesammelt, wie ich sehe. Ich werde Sinderions Notizen durchsehen, um ein paar Hinweise über die purpurne Nirnwurz und ihre Wirkungen zu finden. Ja, nimm. Ich danke euch. Ihr habt der Alchemie einen großen Dienst erwiesen, indem ihr geholfen habt, Sinderions Arbeit zu vollenden. Ich möchte euch diesen Band geben. Das ist eines der größten Werke Sinderions. Ich glaube, das habt ihr euch mehr als verdient. Nein, ich will von diesem Typ nichts mehr zu tun haben. Ja, wie habt ihr euch beide überhaupt kennengelernt? Als ich sehr jung war, kam ich nach Skingrad in Cyrodiil, um bei ihm zu studieren. Dümmster Fehler. Er war ein seltsamer Altmar.
Seine Forschungen waren ihm wichtiger als sein eigenes Wohlergehen. Du liebe Güte, er lebte im Keller einer Taverne. Ich weiß, ich war dabei. Damals als Heldin von Quatsch. Wie ist denn auch noch Himmelsrand überhaupt gekommen? Nun, auf meiner Flucht vor dem Vulkanausbruch in Morrowind habe ich mich hierher durchgeschlagen. Meine Familie hatte diesen Bauernhof gekauft. Er war alles, was wir noch hatten. Jahre später tauchte Sindarion plötzlich an unserer Türschwelle auf und bat darum, eine Weile bleiben zu dürfen. Er sagte, er wolle Feldstudien durchführen. Er blieb jahrzehntelang bei uns. Und für Adori wurde er so etwas wie ein Onkel. Ja, deine tote Schwester. Dann durfte er nach Schwarzweide aufgebrochen sein. Eines Tages kam er zu mir aufs Feld gerannt, ganz aufgeregt, weil er einen Durchbruch erzielt hatte und wollte wieder auf eine Exkursion gehen. Er kehrte nie wieder zurück. Den Rest kennt ihr sicher aus dem Tagebuch, das ihr gefunden habt. Ich habe nie was von einem Tagebuch erzählt. Komm. Wenn das Wetter es zuließ, gingen Ehren und ich oft in den Wäldern von Rift spazieren. Schön für dich. Schön für dich. So, was hast du mir denn da für einen Quatsch gegeben? Ich habe ja noch das Tagebuch in meinem Inventar. Vielleicht hat es sie sicher kurz genommen, einen Blick reingeworfen und wieder weggeschmissen. Das Nürnwurz-Sendeschreiben von Sindario. Will ich das mir überhaupt angucken? Es steht nicht zufällig was über meine Qualen drinnen, die ich in Oblivion erlebt habe, wegen deinen verdammten Nürnwurzen, die ich für dich sammeln musste, du ekelhaftes kleines Drecksvieh. Klingt mir wieder beleidigend. So, ja. So wunderschön. Dieser Baum ist auch so wunderschön. Obwohl, das sind alles Birken, ne? Birkenholz ist generell wunderschön. Benutze ich auch gerne in Minecraft. Zum Bauen. Oder auch Fichtenholz. Und schicke gerade wieder ohne Gese durch die Welt. Ja. Gese hat mich zurückgelassen, jetzt lasse ich ihn zurück. Im Stich. Aber Chucka, man soll das doch nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Riftwachturm entdeckt. Was? Hallo! Orkjäger! Ihr gehört mir! Okay, die Quest wird schneller beendet, als ich denke. Ich dachte, ich müsste schon auf eine bestimmte Quest einer bestimmten Sache warten, aber anscheinend nicht. Ihr gehört mir. Ist da jemand? Ja, und Pfeile bekommen wir auch recht bald. Jo, 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 jo. Ja, komm, die Pelz kannst du behalten. Ich habe eh so viel Leder. Wie erbärmlicher Schwächling. Das war gar nichts. Doch, es war alles. Manchmal mache ich mir selber Angst. Erst in der letzten Aufnahmesession, das mit der Waldelfe und jetzt hier. Schwere Rüstung hat sich verbessert. Danke. Genau das, was ich brauche. Bei meiner leichten Rüstung. Großes Fleisch. Auch was ich schon immer mal gebraucht habe. Rohes Rindfleisch. Ja, 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 ja. Hey, Fuchs. Tschüss, Fuchs. Auf Wiedersehen, Fuchs. Hauptsache, Mjoll ist noch da. Ja, Kiesel chillt ein bisschen beim Dunkellichtturm rum. Ja, hatte ich doch richtig in Erinnerung, dass es drei Stück waren.